Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir in die September-Variante der Look Fantastic Beauty Box reinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinstöbern zu wollen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine englische Beauty Box, die monatlich erscheint und ab 15,50 Euro pro Box kostet. Und ja, ich habe sie im Jahresabo, ne, und ja, pack sie gerne mit euch zusammen aus. Wir haben hier auch gerne einfach mal so Marken drin, die nicht unbedingt so geläufig auf dem deutschen Markt sind, deswegen finde ich es immer ganz praktisch. 5 Produkte sind hier drin, mindestens, glaube ich. Ja, und ich möchte mit euch mal reinschauen, ne? Wir haben ja auch immer so ein Spruch drin und das ist jetzt sehr simpel. You are iconic, also du bist ikonisch. Ja, nett. Gut, dann habe ich einmal den Deckel entfernt und hier haben wir einmal das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Es ist leider auf Englisch, aber wir kommen damit klar. You're an icon ist hier tatsächlich die, das Motto. Dann haben wir hier einmal den Boxeninhalt, beziehungsweise hier. Sehr sperrig hier. Genau, so sieht das dann einmal aus, wenn man das einmal geöffnet hat. Und wir gucken einfach mal hier so ein bisschen grob durch die Gegend. Also, what happy? The Beauty Story ist hier. Achso, Look Fantastic Adventskalender, Leute, gönnt euch hart. Ich habe euch den Link mal in die Infobox reingepackt. Falls ihr möchtet, könnt ihr da gerne vorbeischauen. National Skincare Awareness Month. Okay, also es geht um Skincare. Das heißt, wir werden sehr viel Pflege hier drin haben und wenig dekorative Kosmetik. Das ist meistens halt auch so von der Aufteilung her. Kollagen ist auch hier erklärt nochmal, warum das so wichtig ist. Wie gesagt, sehr schade, dass das auf Englisch ist. What's coming up? Which will you receive? The Ritual of Sakura. Entweder kriegst du eine Kerze oder das Parfüm. Das Raumparfum, ich hoffe, ich kriege die Kerze. Denn ich mag dieses Raumparfum leider gar nicht, weil das riecht nicht gut. Ich mag den Duft gar nicht gerne leiden. Und die Kerze ist ganz süß, ne? Die findet man ja auch in den Adventskalendern gerne mal mit drin. Ja, okay. Ja. Wenn ihr die Box abonnieren möchtet, gerne über den Link in der Infobox. Ne? Da kriege ich halt quasi so ein Freunde-Werben-Freunde-Gedönsen. Okay, so. Jetzt möchte ich aber mal in die Box hineinschauen. Als erstes lächelt mich hier ein Produkt an, was mir sehr bekannt vorkommt. Und zwar von Ren Clean Skincare ist ein Ready Steady Glow Daily AHA Toner. 100 ml sind hier drin. AHA ist ja die Fruchtsäure, ne? Und aktuell ist das mit Säuren in meinem Gesicht nicht ganz so sinnvoll, weil ich ja schwanger bin, sehr schwanger und dementsprechend eine sehr, sehr, sehr sensible Haut habe. Da kommt das nicht so gut. Ich müsste das aber noch sogar in der Originalgröße irgendwo bei mir tatsächlich auch haben. Habe ich auch ein bisschen Angst vor, denn normalerweise, wenn ich einen Toner verwende, ist es meistens eher so eine, ja, Chill-Geschichte für meine Haut, die meine Haut auch wirklich braucht. Ne? Ich glaube, ein AHA-Toner wäre für meine Haut auch ein bisschen zu viel. Also da muss man wirklich sich vorsichtig immer rantasten, ob die jeweilige Haut das soweit verträgt. Generell an Säuren immer super vorsichtig rantesten, ne? Also an Peelings und so. Das hier würde ich tatsächlich nicht öfters als zweimal die Woche empfehlen. Hier steht für die tägliche Strahlkraft. Puh, sehr vorsichtig mit sein. Ich sehe hier tatsächlich nicht drauf, wie viel prozentual du hier an AHA drin hast. Ne? Das ist halt auch immer so eine Frage, Strahlkraft hin oder her. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Also AHA ist eine tolle Geschichte. Fruchtsäure ist ja auch so ein Hauttonangleichendes Gedönsen und gibt Strahlkraft und so. Das ist wundervoll. Aber wirklich mit solchen Produkten immer sehr, sehr vorsichtig arbeiten. Funktioniert jetzt aber Richtung Herbst, Winter total super, weil die Sonne nicht mehr so hoch steht und dementsprechend die Hautschädigung dann auch nicht so da ist. Wie soll ich das sagen? Also im Sommer sollte man halt wenig von diesen Säure-Peelings verwenden. Sodele. Oh, ich habe auch irgendwie einen Schnupfen gekriegt. Ne? Es ist kalt geworden bei euch auch. Wir haben jetzt gestern haben wir unsere Heizung wieder angestellt. Also die war ja sonst die ganze Zeit natürlich aus. Gemütlich irgendwie, aber irgendwie halt auch, ne? Okay, also von Bleach London habe ich nämlich ein Reincarnation Shampoo und Conditioner Duo hier drin mit jeweils 75 Millilitern. Sowas ist ganz gut zum Ausprobieren, ne? Dass man halt einfach mal schaut, ob die Haare dieses Produkt halt
mögen. Die sind meistens nicht allzu günstig, deswegen muss man immer schauen. Für alle Haartypen ist es geeignet. New Life with Every Wash. Okay, wow. Nourishing Conditioner with Bond Restoring Technology. Also das soll halt aufbauend sein und nährend und auch ein nährendes Shampoo. Jo, finde ich auf jeden Fall cool. Und ich werde mal kurz hier an dem Conditioner ein bisschen schnuppern. Riecht sehr angenehm. Wirklich sehr nach einem Friseurprodukt und das ja, finde ich nice. Also die Marke kannten wir, glaube ich, alle noch nicht so wirklich, ne? Und ja, kann man dann jetzt mal ausprobieren. Hier habe ich was von Elemis drin. Ach, sowas feiere ich ja immer, ne? So eine schöne, teure Marke in der Box läuft. Pro Collagen, Hydragel, Eye Masks, Anti-Aging. Oh, finde ich klasse. Ja, das haben wir hier einmal drin enthalten. Und das lässt du 20 Minuten tatsächlich sogar drauf. Es ist so ein, ja, eine Einmalanwendung halt, ne? Das werde ich morgen früh mal ausprobieren. Dann kann ich euch im Aufgebraucht-Video auch recht bald davon berichten. Ich mag sowas. Also es fühlt sich so an, als wäre hier auch noch eine recht dicke Plastikverpackung drin. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil du hast echt super viel Verpackungsmüll dann irgendwann. Aber ich bin einfach mal ja, gespannt darauf, wie die so funktionieren werden. Dann habe ich hier noch zwei Produkte. Und zwar einmal ist das von Disciple Dreamy Skin, ein Retinyl Night Oil, also ein Retinolöl. Da muss man dann am nächsten Morgen definitiv auf den Lichtschutzfaktor achten. Das ist super wichtig. 10 Milliliter haben wir hier drin. Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff überhaupt. Also das muss man wirklich sagen, das ist jetzt gerade so im letzten Jahr auch sehr groß geworden und ich verwende sowas auch super gerne, aber halt auch leider wiederum nicht in der Schwangerschaft. Ich finde es aber passend jetzt zu dieser Box, weil ja auch von Anfang an gesagt worden ist, wir haben hier eine richtig krasse Skincare-Box und da passt das natürlich, ne? Dass wir dann sowohl AHA als auch Retinol hier als Wirkstoff mit drin haben. Disciple sagt mir so gar nichts als Marke, das finde ich halt auch immer ganz interessant, dass man so durch die Boxen durch einen recht humanen Beitrag, den man dann ja pro Monat bezahlt, auch neue Marken kennenlernen kann, neue Produkte, neue Texturen. Ich finde das ganz cool. Auch ein Öl, also Gesichtsöl, finde ich auch sehr wichtig und sinnvoll Richtung Winter oder Herbst gedacht, weil da ist meine Haut sehr, sehr durstig und liebebedürftig. Und deswegen wird es auf jeden Fall funktionieren. Bei mir wird es aber tatsächlich noch ein Weilchen dauern, bis ich das Produkt anwenden darf. Denn soweit ich das gehört habe, ist Retinol auch in der Stillzeit besser nicht zu empfehlen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich es wieder verwenden darf, weil Retinol macht ja auch so ein ganz leichtes Peeling mit der Haut, ne? Da sind wir auch wieder bei der Peeling-Geschichte. Das wird ein Riesenthema werden, Leute. Also diese ganzen Gesichtspeelings-Geschichten, die kommen ja immer mehr, ne? So, Nail HQ, Your Nail Specialist Cuticle Oil. Ein Nagelhautöl ist das mit Avocado, Mandelöl und Vitamin E. 10 Milliliter haben wir hier drin. Und sowas ist jetzt auch wieder in der kalten oder anfänglich kalten Jahreszeit, hört ihr die Waschmaschine schleudern? Läuft. eine ganz angenehme Geschichte. Ich merke selber, also meine Finger werden jetzt immer trockener und ich bin so eine elende Knibblerin, was Nagelhaut angeht. Da muss ich immer aufpassen, dass das nicht allzu furchtbar aussieht. Denn ich knibbel nicht nur, ich knabber halt auch. Das ist nicht so gut, ne? Sollte man nicht tun. Und also wirklich Nagelhaut und nicht Nägel, das ist freaky. Und ja, also dementsprechend kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen, dass da die Nagelhaut gepflegt wird, dass sie nicht so trocken ist. Und sowas kannst du an den Händen verwenden, an den Füßen verwenden. So, gucken wir mal in das Heftchen. Hätte es da irgendwelche Alternativen gegeben? Entweder hat man dieses Nail HQ Cuticle Oil oder Essential Solar Oil Nail and Cuticle Conditioner. Okay, ja, also da ist jetzt eine kleine Auswahl, aber ich bin halt damit zufrieden, dass es halt so angekommen ist, wie es angekommen ist. Das war es jetzt hier von mir. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!